große Lieferung. Die Fabrik hat einige große Warenlieferungen zu verschicken. Sei so nett und schnell und bring einige Auflieger vor der Laderampe. So, große Lieferung. Die Fabrik hat einige große Warenlieferungen zu verschicken. Sei so nett und schnell und bring einige Auflieger vor der Laderampe in Position. Okay. Zwei Trailer, zwei Laderampen, ein Truck dazwischen. Funktioniert hoffentlich ganz einfach. So habe ich vorhin ja auch gerade gesagt. Und dann war es dann doch nicht so einfach. Auch hier haben wir wieder das Problem, dass ich den Trailer umdrehen muss. Daher versuche ich das gleich hier zu machen. Damit ich dann über die Fahrseite einparken kann. Im rechten Winkel. 90 Grad. Rechts haben wir genügend Platz. Dort hinten sind aber noch Kisten, die ich beachten muss. Und einschlagen. Sonst sind die wieder zu spitz. Sind wir jetzt schon. Okay, ich bin da hinten dran gestoßen, aber das zählt. Nein, alles gut. Und hier so ein Tieflader. Ich würde den ehrlich gesagt gleich hier drehen, das ist glaube ich einfacher. Dann rückwärts. Unten durch. Kann ich gerade ziehen, dann über die Fahrseite rückwärts rangieren. Das ist doch gut. Nun muss ich dann natürlich noch weiter rechts rüber, sonst wird das nichts. Weil ich da jetzt scharf eindrehen muss und dann nicht zu weit, okay, zu nah an der Wand sein darf und auch nicht am LKW dort. No, so verliere ich den Trailer. Schön konstant eindrehen. Sieht gut aus vom Platz her auch. Ist schon zu spitz. Selbst sollte eigentlich drin liegen. Und ich da jetzt eben nichts falsch mache. Das kann ich hier nach vorne gerade ziehen. Das Lenkrad ganz eindrehen und rückwärts. Nice. Haben wir geschafft. Nächste Aufgabe bitte. Keine Zeit für Pausen. Du bist gerade von einer Auslieferung zurückgekehrt.
Das soll im Depot ein Auflieger zur Laderampe umgesetzt werden. Stellt einen Tank ab und fahre den Auflieger zur Rampe. Den Tank Auflieger dorthin, dieser dorthin. Okay. Okay, let's go. Mal schauen, wo wir hier umdrehen können. Oh, das war schon knapp. Ja, einfach hier. Das sollte eigentlich reichen. Vom Platz her sollte das ja reichen. Wenn jetzt hier ein anderer Truck mit Auflieger stehen würde, hätte das bestimmt nicht gereicht. Aber so funktioniert das ja ganz gut. Haben wir auch genügend Platz auf der rechten Seite. Jetzt eigentlich bloß noch geradeaus rückwärts. Haben wir die ersten Teil schon geschafft. Und dann nehmen wir uns den anderen Auflieger hier. Wo ist er? Dort ist er. Und dann muss ich jetzt dort hinein buxieren. Das könnte möglicherweise noch lustig werden. Denn für diesen Auflieger habe ich jetzt echt nicht so viel Platz. Aber vielleicht reicht es ja doch. Bloß ich zu stark, damit ich dann nicht den anderen LKW dort treffe. Es könnte vielleicht sogar noch Gold drin liegen, wenn ich mich beeile. Nice. Perfekt. Nächste Aufgabe. Autoausstellung. Für eine Autoausstellung wird in der Fabrik eine große Lieferung Autos vorbereitet. Bring die beiden Auflieger in Position, pass aber auf, im Gelände herrscht ein ziemliches Durcheinander. Okay. Ja, das sieht lustig aus. Wie mache ich das jetzt am besten? Drehe ich gleich hier um. Wahrscheinlich am besten, ne? Gleich hier umdrehen würde. Ich glaube, ist am einfachsten. Also ja, nicht unbedingt am sehr einfachsten. Wahrscheinlich auch nicht Gold auf Gold ausgelegt. Aber muss reichen. Jetzt wieder über den Anspiegel dort hineinfahren. Durch die Unterführung. Und wahrscheinlich den ersten Auflieger ganz hinten links parken. Also rechts oder links, wie man sieht. Je nachdem, wie man sieht. Zu knapp für meine Verhältnisse, für meinen Geschmack. Ist das hier zu knapp an diesem LKW? Deshalb versuche ich dann ein bisschen Platz zu machen. Von der anderen Seite sollte ja nichts sein, was uns hier im Weg steht. Komm, nimmst du es an? Gut. Hat er angenommen. Und dann das gleiche Spiel nochmals.
Aber dann rückwärts im rechten Winkel. Eigentlich wie vorhin gerade schon einmal. Zum Glück sind sie hier jetzt nicht so pingelig. Ankuppeln des Trailers. Sonst wäre das viel schwerer, den Trailer anzukoppeln. Und um die Ecke herum sieht gut aus bis jetzt, doch. Ja, nee, doch nicht ganz. Muss ich ein bisschen in einem schrägen Winkel durchfahren. Wenn ich den dort rumkrieg und eindrehen. Rechten Seite sieht's gut aus mit dem Platz. Doch sollte gehen. Nicht da aufpassen. Hier sind noch Kisten am Boden. Jetzt sollte ich eigentlich genügend Platz haben, um dann nachher hier gerade zu ziehen. Und rückwärts. In die Markierung hinein. Perfekt. Silber. 4 Minuten 6. Nächste Aufgabe. Zugeparkt. Deine erste Aufgabe heute ist es, mit deinem LKW 3 Auflieger zu versetzen. Die Einstellplatz vor der Werkstatt zu versperren. Aber sei lieber vorsichtig. Der Wagen deines Chefs ist gleich in der Nähe. Okay, der wird am schwierigsten sein. Die anderen zwei sollten eigentlich machbar sein, wenn ich das noch was sehen kann. Ja, doch. Das sollte machbar sein, den anderen. Was nehme ich jetzt am besten? Eigentlich zuerst den hier. Weil da habe ich ein bisschen mehr Sichtfreiheit beim Rückwärtsfahren. Weil der ja flach ist, so gesehen. Aber ich muss jetzt hier irgendwie drehen. Also ein bisschen an die Ecke. Einmal im Kreis herum. Das passt doch schon mal ganz gut. Und dann rückwärts um die Garage herum. Vielleicht muss ich dann die Außenperspektive schalten, wenn wir gleich sehen. Vielleicht sei es nicht. Wait, ist das ein Busch oder ein Gebüsch? Ich glaube, das war bloß ein Gebüsch. Also ein Busch. Also Gras. Keine Hecke, so. Das meine ich. Ja, das ist ein bisschen einen großen Radstand. Was das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger macht. Ich bin jetzt schon viel zu weit auf der rechten Seite, als ich das gerne hätte. Die rechte Seite ist nichts. Da haben wir Platz. Sieht gut aus. Körper dürfen wir mitnehmen. Kein Problem. Ja, jetzt kommt der LKW, den ich gerade nicht im Auge hatte. Rückwärts um den LKW herum. Ich
Ich glaube, irgendwo stand doch noch irgendwas. Wir müssen bloß gerade dort hinein. Sandhafen hier sollte eigentlich nicht stören. Sonst haben wir nichts im Weg, dann volle Pulle rückwärts. Keine Lenkbewegung machen, dass man nicht zu sehr verzieht. Gold wird es sowieso nicht sein. Aber damit lebe ich ja mittlerweile jeden Tag hier drin in diesem Spiel. Weil Gold ist echt nicht machbar in dieser Zeit. Da müsste man schon ein richtiger Profi-LKW-Fahrer sein. Das wahrscheinlich in der Goldzeit schaffen zu können. Der rechte Auflieger muss in diese Richtung stehen, der linke in die andere. Dann nehmen wir gleich mit dem hier die rechte Parkmöglichkeit hier. Hier nehmen wir wieder den Randstein mit. Ganz knapp im Haus vorbeischrammen. Und jetzt rückwärts. Ja, das war schon zu viel des Guten. Dann halt auf diese Weise. Komm, Rückwärtsgang hinein und Vollgas. Das reicht schon. Abkoppeln. Nächster Trailer. Ganze umhantieren hier mit dem Lenkrad. Anstrengend. Da ist kein Auto im Weg. Der Volvo hier ist wahrscheinlich das Auto von meinem Chef, denke ich mal. Sonst hätten sie das nicht explizit in die Beschreibung geschrieben, dass das Auto vom Chef in der Nähe ist. Dann auch hier wieder volle Pulle um die eigene Achse herum einen U-Turn machen und rückwärts mit Vollgas. Ein bisschen einlenken. Silber sollte noch drin liegen. Perfekt. Super. Nice. 5 Minuten 17. Nächste Aufgabe.